So. Da. Ja. Geiler Anfang. Ich zeig jetzt erstmal Anfang die Dings halt, wie man die Cave of Remembrance macht. Bei Final Fantasy. Und zwar. Ist das. Also die Höhle gibt es nur in Final Max. Also Kingdom 2 Final Max, nicht Kingdom 2, nein. Kingdom 2 Final Max. Und boah, das EP zum Final Max starte. Dachte ich mir, mache ich doch mal erst die Höhle hier. Oh, die passt das jetzt auch alles mit dem Sound. Muss ich noch im Laufwerk besser machen und so. So, ich bin Level 99. Critical Mode. Hab soweit alle Abilities. Glaube ich. Doch, ja. Passt schon. Habe Ultima. Slack kommt ein bisschen, weil ich mit PC62 spiele. Sonst lag das nicht, aber wegen der Aufnahme Ultima. Hab die Waffen so alles eingestellt. Also die Schwerter. Und so. Man braucht auch von Form her. Oh, mein Status. Kommen wir mal durcheinander. So, die ganzen Formen auf Level 7. Ne? Nein, ich rufen. Weil, ja, erstmal hier braucht man die Heldenform. Und wegen der roten Kugel, die das zeigt ihr ja an. Wenn man die Form noch braucht, also die Form geht, dann ich hier Rifle. Ja, ich hab auch ein paar kleinere Grafikfehler wegen dem Emo, aber nicht immer. Ich will sie kaufen, dieses Spiel bei der Limited Edition. Also nicht Kingdom Hearts 2, das habe ich. Original auf einer originalen PlayStation 2 und Kingdom Hearts 1 auch. Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wo ich mir original eine Steel Case Edition. Und dann muss ich nicht mehr von diesem Spiel, sondern ein Spiel, das wir nur im Original spielen. Läuft auch besser erstens. Und kostet nicht mehr so viel Speicherplatz, läuft besser. Diese kostet keinen Speicherplatz, ich kann es im Original spielen, ist egal, läuft besser, alles so cool. Und wie schon auf Memories ist GBA Remake, wenn ich darauf bin, was dann auch hab. Und eine Steel Case Edition. Yay, das ist meine Sendung komplett. Aber die Final Mix Version von Kingdom Hearts 1, also Kingdom Hearts 1 Final Mix. Das normale. Ja, ich habe ja die beiden normalen. Ich glaube, Kingdom Hearts 2 auch Final Mix und ich spiele Memories, aber Kingdom Hearts 1 und Final Mix Edition werde ich vielleicht einfach mal noch in der ISO behalten, sonst würde ich auch mal einkaufen. Aber ja. Jedenfalls, Heldenform. Hier hoch. Dann. Hier lang. Gleiten. Kann man hier rüberspringen. Im LP will ich das Spiel auch auf Japanisch spielen. Kein Englisch-Patch, Englisch-Patch ist blöd. Ach Gott. Ach, der Sound, jetzt passt im Lautstärke-Mix und alles. Naja. Gut, dann, um an die Kiste hinzukommen, muss man von hier dahin springen. Das ist manchmal nicht. Das war relativ einfach. Also man sollte wirklich restlos jede Form auf Level 3 haben. Und so circa Level 60 oder 70 sein. Mindestens. So, dann ist man hier in dem Mineshaft. Da springt man hier runter. Oder rollt, in meinem Fall. Ich gleite jetzt mal komisch, weil ich es kann. Ach nee. Hey, das war erst beim nächsten. Entschuldigung. So, hier braucht man die weißen Form. Und dann machen wir so ein bisschen. Den Gleitstoß. Hier kommt dann der erste Hintergrund. Da sollte man relativ gute Kraft sein, weil die Herzosen bzw. Niemand relativ stark sind. Ja, dann geht man hier weiter. Nee, ich bin auch doof. Geht man nicht. Das ist einfach nur ein Umweg, wenn man hier jetzt reingeht. Hier muss man nämlich ja runter. Ganz genau. So, dann geht man da rein. Dann macht man folgendes. Man, hier ist so ein Klöppel. Den zerschlägt man. Das bringt dann folgendes. Wenn man in den Eingang kommt und man hat nicht immer Lust, da hier wieder hinzugehen, wo man war, wo man aufgehört hat, kann man hier wieder reinschweben. Das ist praktisch. Dann geht man hier hoch.
So. Dann so eine Kiste. Nee, interessiert mich das nicht. Warum muss man hier die ganzen drei Teile zerschlagen? So, auf Level 0. Also, 0 HP. Das muss man relativ schnell machen. Man sollte auch nie wieder kommen, was machen. Bei mir kommt jetzt keine Katzen mehr, weil ich das schon gemacht habe und dann funktionieren die Maschinen halt wieder hier in der Höhle. So, geht mal wieder zurück. Ich wollte halt dieses Tutorial erst machen, bevor ich das richtige P dazu starte zum Spiel. Weil ich die Wartcamps nicht später erst durch habe, um diese Höhle zu machen. Ich werde die Höhle auch nochmal machen, wenn ich das wieder fertig habe als Bonuspart, aber erstmal möchte ich zeigen, wie die geht. Da kann ich mir später nochmal gucken, weil ich es vergessen habe. Nein. Okay, dann geht man da durch. Oh ja. Ich entschuldige mich nochmal für die nicht so gute Framerate. Aber ich spiele das Ganze auf dem Emulator und mein PC ist nicht der beste. Und ich nehme das ja auch die ganze Zeit auf. Und ja. Ja. Ne? Aber das läuft ja eigentlich noch relativ okay. So, dann nimmt man. Oh Gott. Ja, es läuft relativ okay. Framerate. Man sieht diesen geilen Tornado hier. Ich liebe diesen Emulator einfach, okay. Dem, was er kann. Dann springt man hier so rüber, nimmt sich hier hinten den nächsten Wirbeltomat und den Kopf des Kirchens. Nimmt sich den. Und failed. Die spawnen hier aber immer wieder, keine Sorge. Man nimmt sich einfach den nächsten. Macht hier so einen Sprung rüber. Und geht hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich das in zwei Teile schneide, den Guide, aber naja. Dann gleitet man hier rüber. Da hinten sind noch verschiedenste Kisten. Hier so und da unten auch noch. Aber das interessiert mich jetzt nicht, habe ich ja schon alles eingesammelt. Dann geht man da hinten hin. Nicht die Tür. So, hier braucht man die Meisterform. Das ist ein bisschen nervig, als das zu machen. Man muss eine Rolle machen und dann diesen Sprung hier, diesen Drehsprung. Sieht dann ungefähr so aus. Wenn ich jetzt nicht rede. Okay, manchmal gleite ich auch noch kurz. Ja, so geht das besser. Hier ist auch nochmal ein Hinterhalt. Dann geht man einfach hier wieder oder schwebt in diese Tür rein. Hier kommen jetzt Gegner. Ich glaube, das wird Dragon wegen dem Kampf. Los geht's. Manchmal habe ich die Grafikfehler, manchmal auch nicht. Das ist immer ganz komisch. Ja, und da ich auf geschickte Camo spiele, geht es noch ein bisschen schwerer als vorher. Und sind die auch relativ schwer. Sieht man, glaube ich, das ist kein Grafikfehler. So, wir droppen jetzt irgendwas. Wenn ich so lese, was Japanisch ist. Besser als ich spiele auf Englisch, wir spielen nicht mehr über so was. Ich glaube, das war so ein Remembrance to Gem oder ein Shard oder so. Keine Ahnung. Ach, ist halt nichts egal, die sind nämlich, glaube ich, gegen physische Angriffe gewesen, dieser Herzlosen. Und auch habe ich keine Lust, irgendwann mal ja Kombos abzuwarten. Das hier ist auch richtig nervig. Mit dem Dampf. Und vor allem, man kann da einfach runterfallen, weil die Gegner durchschubsen können. Ja, und dann muss man wieder alles von vorne machen. Das ist richtig nervig. Also unbedingt Gleiter benutzen, um sich zu retten. Falls man mich dann retten muss. Ja, zwischen diese Dampfrohre zwischendurch gleiten. Wenn man hier Gleiter benutzen, dann hat man es auch schon geschafft, also. Ja, ohne Berufe sind wir jetzt mal relativ glatter. Wir können gut bleiben, wie sie sind. Nicht die Banane ist sowieso gut geportet, also nicht so schlecht. Dann gehen wir da hoch. Tür. Das ist so hoch wie die Tür. Genie! Es geht weiter. Mit dem tollen Cabinet of Remembrance Guide. Och Mann. Na ja, gut, ich habe gerade nur nachgeguckt, wie groß die Datei ist und so. Ist 9 Minuten lang und 5 GB groß. Das geht eigentlich noch voll. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so lange dauert. Dann rendere ich gleich erstmal den ersten Teil mit dem hier zusammen und so.
Ah, stimmt, hier habe ich immer die Überform benutzt. Ich habe zwar das Gleiten. Jo. Ability, dieses Flug. Ich nenne es mal Flug-Ability. Das Rumgefliege-Ability auf Level 3, das ist, glaube ich, das. Ja, aber er will da trotzdem nicht. Er will da trotzdem nicht hoch und durch und so. Irgendwie. Egal. Jedenfalls, wenn ich die Überform nehme. Die beim Hochspringen schon angreift. Dann. Dann komme ich hier durch. Yay! Hui, hier gibt's auch Puzzleteile und so. Dann kann ich mich wieder zurückverwandeln und dann roll ich hier einfach rein. Jetzt kommt das Nervige. Ja, der nervigste Teil von der ganzen Höhle, wo man auch am schnellsten stirbt bei. Hier kommen nämlich Wellen von jemandem, die OP sind. Bei mir jetzt nicht mehr, weil ich das ja schon habe. Ist ja etwas aktiv. Aber bei mir kommen dann immer noch Herzlose, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe. Niemand meint natürlich. Aber, naja. Also es geht so ultra. Relativ okay schon. Aber es geht alles, wenn man sich relativ gut gelevelt hat und das. Trotzdem sind sie nervig manchmal. Relativ sehr nervig. Ich bin schon fast gleich im kritischen AP-Bereich. Und klar. Bam. Eben als ich nicht kurz aufgenommen habe, bin ich auch mal kurz umgelaufen und mit 10 FPS mehr fühlt sich das Spiel zwar noch ein bisschen besser, aber mit Aufnahme läuft das auch alles noch komplett gut. Oh nein. Oh nein. Komplett gut. Nicht so würfelgeil. Nicht non-würfelgeil. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Also 24 bis 20 FPS in Folge. Okay. Und Rolle. Random Rolle. Aber nicht für die FPS reden, sondern über die Höhle. Ich kann ein Tutorial machen, dann PS2 in der. Oh komm, ich geh mal in die PS2. Die ist cool. Nein. Ich hab ja Zauber auf meinem Schauplatz. Wenn ich die da mache, dann mach ich auch geile Limits. Und jedes Mal, wenn ich mit meinem Limit einen Treffer mache, bekomme ich mehr HP. Wenn wir dran kommen. Yeah. Und ich kann Dodge Roll. Yeah. Okay. Und man hat sicher seine Geister noch. Das ist auch eine gute Sache. Okay, man kann natürlich auch. Oh. Ich kann natürlich auch ganz normal. Aber dann werde ich noch gut machen, okay. Okay, ich schätze mal wieder Portalform. Die normale Sura-Form. Bam! Ich darf gleich noch alle schön imprimieren und viel Make-up. Hier kommen auch nochmal Gegner. Ich mach die mal die Gegner alle, also die Niebande, damit das ähnlich wirkt, als wenn man nervige Wellen hätte. Aber die Wellen sind noch krasser als die Niebande. Ich habe auch mal wirklich ein bisschen Äther und Potions eingepackt. Beziehungsweise Äther, wenn man mehr auf vielen steht, wenn ich drauf ist. Ja. Ach ja. Noch ein paar Würfel, Leute. Nicht. Ah, da steht auf Würfel, Leute. Ja, Würfel. Da. Nein! Nein! Das ist keine Idee, Hoffnung. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, aber ich glaube, ich hab's geschafft. Hab's geschafft? Ich hab's geschafft. Ich bin mal raus. Was sind die Gegner? Was? Okay, das ist komisch. Hä?
Na! Was hat er denn gerade eben? So. Ich hab Tunnel halt geohnt. Jetzt aber. Jetzt bin ich fertig, ne? Ach, egal. Ist ein bisschen gerade verpackter Gegner oder so. Plan! Ich habe keine Ahnung, was ich mit Spiel gemacht habe, aber okay. Jedenfalls, wenn man die Welle geschafft hat, oder die Wellen, dann ist man hier im Garten auf dem Assemblage. Ziemlich geil. Da, wo man halt die ganzen Data-Kämpfe machen kann zu den Organisation 13 Mitgliedern, wo man die Silhouetten in den verschiedensten Welten gemacht hat. Aber bevor die da so sind, muss man hier auf dem Computer so ein Dreieck drücken und dann so Cutscene. Und dann werden die hier so rausgefahren. Voll episch. Ja, jedenfalls, dann. Wer ist das eigentlich mit dem. Da ist ja kein Tutorial, ein Guide. Mit dem Cavern of Remembrance für ein Guide. Wie man. Cavern of Remembrance Guide. Wie man wie halt zum Garden of Assemblage kommt und. Wie man das am besten anstellt. So ziemlich. Oh, ich kann ja noch einzelne Battles mal aufnehmen oder so. Aber egal. Jedenfalls, man kann. Oh, man will ja nicht immer durch die ganze Cavern of Remembrance durchtingeln. Kann man hier durch diesen Seitenausgang dadurch raus. Also da raus und dann kommt man. Hier raus. Ein Restoration Site, wo spawnen jetzt Gegner. Und so kann man einfach immer wieder hier rein und gleich gegen die Organisation 13 Mitglieder Data kämpfe. Um die zu machen. Ohne immer durch die ganze Cavern gehen zu müssen. Ziemlich praktisch. Okay, das wär's dann mit dem Guide. Danke fürs Zuschauen und bis dann zu weiteren Videos und ja. Tschüss.